Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ihr habt eine schöne Weihnachten und jetzt ist wieder die Zeit zu bewegen. Yes. So, marschieren am Platz. Wir kriegen auch eine lautere Musik jetzt. Sehr gut. Heute ist ein bisschen lebendiger. Ne? So, mit die Arme auch.
Sehr schön. Die Arme wie Joggen schwingen lassen. Wie immer. Schulter locker. Immer lächeln. Sehr schön. Die Kollegen haben eine schöne Musik heute ausgesucht für dich. Aha. Noch vier. Drei. Vier. Drei. Zwei. Ein bisschen breiter die Füße. Komm. Cool. Immer mit den Armen ein bisschen bewegen. Schulter locker, aber Bau einziehen. Kopf hochhalten. Vier, drei, zwei, wieder zu. Vier, drei, zwei, wieder auf. Geh ein bisschen tiefer auf die Beinchen. Die Knie ein bisschen noch gebeugt, aber immer leicht. Vier, drei, zwei, wieder zu. Noch vier, drei, zwei, wie die Arme schwimmen. Immer im Wechsel. Armfläche nach unten. Lächeln. Kopf hochhalten. Schulter tief. Vier, drei, zwei, alles gut. Und auf. Du musst dich bewegen heute. Ein bisschen schnell. Sehr gut. Noch vier, drei, zwei, wieder zu. Und dieses Mal mit der linken Arm anfangen. Und schwimmen. Schwimmen. Super. Noch vier, drei, zwei, wieder auf. Cool. Die Arme wie Joggen. Geben ein bisschen mehr. Komm. Noch vier, drei, vier, drei, wieder zu, beide Arme zusammen, schwimmen, schwimmen, schön. Immer die Kreuzung für die Arme wechseln, einmal rechte Hand oben, einmal linke Arm oben. Komm. Achtung, etwas schneller. Oh. Stell die Füße jetzt, du schwimmst das Meer. Schön, die Sonne scheint. Alles schön. Blauer Himmel. Das ist so warm. Cool. Sehr gut, danke Jan. Und Achtung, Variation. Drücken die Ellbogen hinten der Rücken. Und wieder strecken nach vorne. Und drücken, strecken. Drücken, strecken. Alles immer parallel zu Boden halten. Schultern tief ab. Hüpp. Hüpp. Sehr gut. Bau einziehen. Yeah. Vier, drei, Achtung, auf die Füße. Hüpp. Wir wiederholen mit den Armen. Bleibe jetzt die Beine ein bisschen auseinander. Ein bisschen tiefer. Sehr gut. Vier, drei, Achtung, mit den Armen nochmal. Strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen. Immer die Ellbogen ganz weit nach hinten drücken. Sehr gut. Ja. Vier, drei, zwei, locker, alle zu. Sehr schön. Vier, drei, zwei, Achtung, rechter Fuß vor, vor und rück, vor und rück, vor, aha, vor. Und zeig mir deine rechte Schulter nach vorne. Eine kleine Rotation von der Brustkorb. Yeah. Mambo und rück. Mambo. Yeah. Hup. Hup. Rotation. Linke Arm, Achtung. Auf, rück, auf, rück. Zeig mir immer deine rechte Schulter. Hup. Cool. Yeah.
noch weiter. Wenn es zu schnell ist, du kannst natürlich immer in deine Tempo machen. Kein Problem. Aha. 4, 3, 2, zum Meter. Cool. 4, 3, 2, die Füße aus. Noch 4, 3, schwimmen hier, rechte ab. Immer ein Wechsel. 4, 3, 2, wieder zu. Cool. Noch 4, 3, 2, auf. Linke ab, links, rechts, links, schwimmen. Yeah. Noch 4, 3, 4, 3, 2, alles zu. Immer noch lächeln. Gib mir Gas. Noch 4, 3, 4, 3 und wieder auf. Beide Arme schwimmen. Immer die Kreuzen wechseln. Komm, komm. Yeah. Geh ein bisschen tief auf die Beinchen, wenn du kannst. Noch 4, 3, 4, 3, 2, alles zu. Super gemacht. Noch 4, 3 und wieder auf. Okay, Achtung jetzt. Bauch einziehen, nochmal. Strecke die Arme nach vorne und Fußspitzen und Rück. Fußspitzen und Rück. Ziehen und ziehen. Aha. Hoch, tief, hoch, tief. Die Füße sind auseinander in die Breite, das für dich angenehm ist. Aber die Füße ein bisschen in Diagonal. Halten nach außen. Hoch, hoch. Oh, aha, oh, Kopf hochhalten, der Hals lang in der Rückseite, lächeln, juhu, schon warm, oder? Yeah, noch 4, 3, 4, 3, 2, alles so. Mach die locker, schön, schön. Achtung, das kommt jetzt der linke Fuß nach vorne. Ab jetzt. Vorne und rück. Vorne und rück. Zeig mir jetzt deine linke Schulter. Linke Schulter. Höh. 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 Mambo vor. Mambo und rück. Mambo und rück. Rotation von dem Brustkorb nach rechts. Lass deine Brust aber öffnen. Aha. 4, 3, 2, rechte Arm, auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und rück, Mambo, yeah, hä, 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 4, 3, 2, und wieder zu, marschieren Platz, mach die locker, 4, 3, 2, wieder auf. Und geh ein bisschen tiefer. Jan. Aha. Noch 4, 3, 4, 3, 2. Wieder zu. Sehr gut. 4, 3, 2, Achtung jetzt. Die Armfläche nach vorne zeigen. Pushen und rück. Pushen und rück. Und push, push. Die Ellbogen jetzt sind eng am Körper. Sehr gut. Push, 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 push. Noch 4, 3, 4, 3, 2. Oh, linke Fuß vor nochmal. Vor. Vor. Mambo. Und Mambo. Mambo. Achtung jetzt mit die beiden Arme. Die Händchen
treffen sich zusammen zu mitten in Richtung Boden. 4, 3, 2, bleibt der linke Fuß vor. Auf die Fußspitzen, die Arme ganz breit zur Seite und wieder rück. Die Hände treffen sie wieder zur Mitte. Und wieder hoch. Und wieder tief. Aha. Hoch. Und tief. Aha. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Auf die Fußspitze. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Armfläche zu mir, wenn die Arme zur Seite führst. Daumen nach oben. Hoch. Und tief. Versuch mal, deine Beine zu strecken, als du kannst. Yeah. Hoch. 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 4, 3, 2. Halten hoch. Halten. Halten. Und hier auf die Fußspitzen. Seitbeugen nach rechts. Und wieder zu mir. Seitbeugen nach links. Und wieder zur Mitte. Noch weiter rechts. Und wieder Mitte. Bleib auf die Fußspitzen. Stabilisieren jetzt. Einmal noch. Rechts und links. Sehr gut. Und absetzen. Bleibt der linke Fuß, Entschuldigung, auf dem Boden. Hebst du deine rechtes Knie. Rechtes Knie auf, die beiden Arme nach links. Rechtes Knie zu, beide Arme nach links. Und auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Etwas schnell. Hoch, 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 hoch. Wenn du kannst nicht koordinieren oder das geht ein bisschen zu schwierig, du kannst mit den Armen immer zur Seite, parallel zum Boden halten. Aber weiter mit den Beinchen. Sehr gut. Weiter. Weiter. Noch 4, 3, 4, 3, 2. Und rechter Fuß jetzt vor. Mambo. 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 Und schön. Mach die locker zuerst. Cool. Yeah. Noch 4. Achtung. Bleibe jetzt der rechte Fuß vor. Komm auf die Fußspitzen. Die beiden Händchen zusammen zur Mitte. Und wieder hoch. Dieses Mal. Eine Forderung her. Ja. Über den Kopf. Und hoch auf die Fußspitzen. Stabilisieren das Becken. Das bedeutet, das Becken bleibt fest. Bauch immer einziehen. Aha. Sehr gut. Fäng mal immer ein bisschen langsamer. Du prüfst dein Gleichgewicht. Yeah. Etwas schneller. Oh. Oh. Fliegen. Cool. Oh. Oh, ist das nicht schön? Yeah. Schulter bleiben immer tief. Arme lang. Beine gestreckt, als du kannst. Noch 4, 3, 2. Halten auf die Fußspitzen. Die beiden Arme parallel zu Boden zur Seite. Seitbeugen nach links. Immer noch lächeln. Mitte. Seitbeugen nach rechts. Zweimal noch von jeder Seite. Ein und aus, ab. Ein, aus. Ein, aus. Letztes Mal rechts. Sehr schön. Absetzen. Und hebst du dein linkes Bein jetzt. Linkes Knie nach links. Beide Arme nach rechts. Mach zu. Wechsel die Arme. Und auf. Und zu. Auf. Und zu. Auf. Und zu. Etwas schneller. Und.
hüp, hüp, hüp. Wenn das klappt, nehme ich die beiden zusammen. Arme und Beine. Mach nur mit das Bein weiter und mit den Armen parallel zu Boden. Yeah. Komm. Komm. Juhu. Noch 4, 3, 2, locker. Sehr gut gemacht. Wenn du brauchst, du kannst jetzt einen kleinen Schluck Wasser trinken. Einen guten Schluck. Sehr gut. Marsch hier am Platz. Bleib immer in Bewegung. Yeah. Noch 4, 3, 2 und wieder auf die Füße hier. Und jetzt bleiben die Füße in Diagonal. Ein bisschen weiter nach außen. Der Oberkörper neigt ein bisschen nach vorne. Ganz klein bisschen. Yeah. Die Arme immer noch zur Seite, wechselt sich über den Kopf. Der Hals ist lang, Kinn zur Brust. Bau einziehen. Yeah. Die Knie sind immer leicht gebeugt. Körpergewicht auf die Fersen halten. Spüre die Schulterblätter da, die Bewegung da. Ist das nicht geil, die Musik? Yeah. Yeah. Achtung, etwas schneller. Hüp, 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 hüp. Cool. Yeah. Noch 4, 3, 2. Lösen die beiden Hände auf die Oberschenkel. Ein bisschen tiefer. Na? Und aufrollen mit runden Rücken. Und ein paar Schulter kreisen. Wieder die Ausgangsposition. Noch weiter mit den Armen. Und hüp, 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 hüp. Deine Tempo, dein Rhythmus. Noch 4, 3, 4, 3, 2. Wieder lösen. Die Hände auf die Oberschenkel, ein bisschen tiefer. Kinn zur Brust, runder Rücken, von der Steißbein aufrollen bis zum Kopf. Dreimal Schulter kreisen, immer nach hinten. Knie locker, wieder von vorne. Los! Hüp, hüp, hüp. Schön! Yeah! Noch 4, 3, 2, lösen, yeah. Die Händchen auf die Oberschenkel, noch tiefer. Aufrollen, langsam. Schulter kreisen. Und nimm deine Handtuch. Wir gehen noch nicht auf den Boden. Bleib stehen, bleib stehen. So. Roll ein bisschen deine Handtuch zusammen. Du nimmst die beiden Extremitäten. Yes. Die Füße in die Breite, das für dich angenehm ist, stellen. Ein bisschen in Diagonal weiter nach außen. Die Arme sind gestreckt und du führst deine beiden Hände über den Kopf. Achtung, was passiert jetzt? Hinter den Kopf. Beugen die Ellbogen weiter nach unten und nach hinten. Und wieder hoch. Achtung, vor dein Gesicht, zur Brust. Wieder hoch und hinter den Kopf. Den Kopf sollte sich nicht bewegen. Den Kopf bleibt hoch. Kinn parallel zu Boden. Knie locker. Bau einziehen. Die Schultern tief halten. Sehr gut. Strecken. Hinter den Kopf. Beugen. Strecken. Über den Kopf. Vor dein Gesicht. Zur Brust. Super. Wieder hoch. Wieder tief. Wieder hoch. Wieder tief. Spannen dein Tuch, ne? Sehr gut. Halte diese Spannung. Yeah.
Ja. Sehr gut. Noch weiter. Ja. So. Du schaffst das. Du schaffst noch weiter. Du schaffst noch. Cool. Und letztes Mal. Immer diese Spannung halten und halten die Hand hoch, ne? Hinter deinen Kopf und hier. Dreh, 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 dreh. Sehr gut, spannenden Ton. Spannen. Ziehen hier mit den Händen. Ziehen, ziehen. Ja. Yeah. Brust öffnen. War I see it. Yeah. Hüpf, hüpf. Noch weiter. Komm. Cool. Noch vier. Drei. Zwei. Lösen. Zum Mittelmarsch. Halte deine Hand hoch. Sehr gut. Da wirst du jetzt deine rechte Hand über den Kopf halten. Die linke Hand fasst die andere Extremität von deinem Tuch über dein Popo hier. Jetzt. Yes. Spannen hier. Die rechte Hand zieht weiter nach oben. Linke Hand zieht weiter nach unten. In die gegenpolige Richtung. Ziehen. Halten diese Spannung. Weiter marschieren Platz. Spannen. Ziehen. Ziehen, ziehen. Ich sehe, wenn du, ne, machst richtig oder nicht. Spannen. Sehr gut. Spannen, spannen, spannen. Immer mit dem Bauch. Erwarte, ein bisschen drehen. Komm. Spannen. Vier, drei, zwei. Löse. Yeah. Cool. Mach dich kurz locker. Von einer Seite zu die andere. Ja. Yeah. Locker, locker. Und wir wechseln die Seite. Linke Hand über den Kopf. Rechte Hand über den Popokien. Hinter den Rücken. Und immer marschieren Platz. Spanne hier. Linke Hand zieht weiter nach oben. Rechte Hand weiter nach unten. Spannen! Weiter marschieren, Platz als möglich. Yeah. Cool. Kopf hochhalten. Spannen, spannen. Ziehen, ziehen, ziehen. Noch mehr. Vier, drei, zwei. Lösen, sehr gut. Locker. Noch vier. Drei. Vier. Drei. Zwei. Sehr gut. Und spannen immer noch. Und lass der Oberkorb jetzt ein bisschen weiter nach unten und nach vorne neigen. Spanne immer den Tuch. Und hier halten die Arme fest und drehen von einer Seite zu die andere. Spanne hier und halten diese Spannung. Komm, Rücken breit gerade. Spannen, spannen. Die Ellbogen dürfen leicht gebeugt sein, aber ganz leicht. Spannen. Der Brust ist trotzdem offen. Die Schultern bleiben tief weg von den Ohren. Drehen. Atem ein zur Mitte. Atem aus zur Seite. Du schaffst das. Spannen diese Tuch. Spannen. Gut. Aha. Drei Stück noch vor jeder Seite. Noch zwei.
bannen. Letztes Stück. Und super gemacht. Locker, locker. Die Schultern ein bisschen locker. Die Arme ein bisschen locker. Fass jetzt den Handtuch, ne, mit den beiden Extremitäten. Mit der rechten Hand. Und einfach wie ein Helikopter. Ne? Lass mal der Handtuch auf deine rechte Seite drehen. Zack, zack. Komm, komm. Komm, komm. Hüp, 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 hüp. Schön. Noch vier. Drei. Zwei. Und über den Kopf. Über den Kopf. Ein bisschen Lockerung. Und jetzt etwas schnell. Schön. Wie beim einer Party. Komm, komm, komm. Marschieren weiter an Platz. Noch vier. Drei. Zwei. Und lösen. Wechsel die Seite. Auf die linke Seite. Wie ein Helikopter. Komm, komm, komm. Etwas schneller. Bleib deine Hand neben dein Becken. Komm, komm, komm. Etwas schneller. Super. Noch vier, drei, zwei. Über den Kopf. So, erst langsam. Große Bewegung. Cool. Vier, drei, zwei. Etwas schneller und klein. Party. Komm. Komm. Vier, drei, zwei und lösen. Sehr gut. Du kannst deine Matte jetzt nehmen. Immer längs zu mir auf den Boden legen. Hältst du jetzt immer noch deine Hand so und setz dich. So. Setz dich auf den Boden. Die Beinchen sind relativ lang. Das bedeutet, sie sind leicht gebeugt. Achtung. Immer spannen der Handtuch. Und die Ellbogen sind leicht gebeugt, aber die Arme parallel zu Boden halten. Rücken gerade halten. Und drehen immer noch von einer Seite zu die andere. Darf der Oberkörper ein bisschen nach hinten neigen, aber ganz ein bisschen. Das ist ganz wichtig, dass du deine Bauch jetzt ganz spannend hältst. Ja, zu schützen deine Unterrücken und auch den Brust. Nicht alles runter, ne? Gehen lassen, aber ganz hoch. Brust öffnen und spannen diese Tour. Spannen. Fußspitze noch ziehen. Deine maximale Rotation jetzt von einer Seite zu die andere. Sehr schön. Schaffst du das? Hals lang, natürlich ein bisschen Kinn zur Brust, wie immer. Yeah. Komm, komm. Jedes Mal ein Stück weiter drehen. Jedes Mal. Cool. Noch vier. Spannende Hand hoch. Noch drei. Komm. Noch zwei. Letztes Stück. Cool gemacht. Sehr gut. So, jetzt stellst deine Hand hoch unter die Kniekehle und du legst dich auf den Boden mit den ganzen Rücken. Und halten hier den Tuch immer hinter deiner Rückseite des Oberschenkels. Ziehst du mit deinen Händchen weiter
nach hinten zu dir, zur Brust. Und die Beine drücken zu die andere Seite. Spannen. Yeah. So. Die Ellbogen wollen erreichen den Boden. So, der Brust ist offen. Die Schulterblätter sind platziert auf dem Boden und drücken auf den Boden. Hals lang. Drücken mit den Beinchen und ziehen mit den Armen. Komm. Komm. Sehr cool. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Halten diese Spannung. Und lockern nur die Arme. Jetzt die beiden Beine sind zusammen. Zur Mitte. Die Arme liegen auf dem Boden. Und lass deine Becken von einer Seite zu die andere drehen. Die Knie bleiben zusammen. Die Füße zusammen. Und die Schulterblätter sind immer auf dem Boden. Komm. Von einer Seite zu die andere. Sollte dein Popochen ein bisschen weg von dem Boden, wenn du von einer Seite zu die andere gehst. Den Bauch immer einziehen. Arbeitest du mit deinem Unterbauch. Ja? Sehr schön. Lass deine Becken drehen. Die Knie drehen auch ein bisschen. Aber stabilisieren den oberen Rücken. Schön. Immer noch lächeln. Ist das nicht cool? Ein Stück noch für jede Seite. Platzieren die Schulterblätter. Und bleib wieder zur Mitte. Fass deine Tuch. Dieses Mal die Beine bleiben zusammen. Ziehe nochmal. Und drücke mit die Beine. Spannen, spannen. Achtung, eine kleine Variation, wenn du magst. Kinn zur Brust. Hoch. Spanne den Bauch. Bleib jetzt nur der Unterrücken auf dem Boden. Zieh und spann. Zieh und spann. Wenn du schaffst, streckst du deine Beinchen. Die letzte Herausforderung kommt. Strecken und weiter tief in den Boots. Rein. Yeah. Spannen. 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 Yeah. Spannen. Halten, halten, halten. Sehr viel Bauch heute, ne? Noch vier. Du schaffst das ganz locker. Noch drei. Noch zwei. Und wieder lösen. Kurze Pause, wenn du magst. Locker die Arme, die beiden Knie zur Brust. Und wippen ein bisschen nach rechts und links. Wippen, wippen, bleiben. Du magst weiter. Du magst weiter. Und immer noch die Beine zusammen und der Handtuch auf den Boden lassen und das Becken drehen von einer Seite zu die andere. Nochmal. Kopf. Machst du jetzt in deinem Tempo? Immer noch, die Schulterblätter sind platziert auf dem Boden. So, wir sehen, dass jetzt besser wird. Drehen. Das Becken und die Knie ein bisschen, aber die Knie und die Füße bleiben zusammen. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Stück vor jeder Seite.
Super gemacht. Pass noch deine Hand hoch. Ziehen die Knie zur Brust und ein bisschen wippen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt du setzt deine Hand hoch unter deine Popochen. Ne? Du faltest ein bisschen deine Hand und noch zusammen. Ganz am Ende deine Popochen. Ne, der Unterrücken ganz auf dem Boden bleibt. Die beiden Beine jetzt in Richtung Decke führen. Und mit gestreckten Beinen im Wechsel. Da wirst ein Bein in Richtung Boden führen und wieder rock. Fuß im Flex. Das bedeutet, die Fußspitzen ziehen weit in Richtung Boden auch. Im Wechsel. Platzieren die Schulterblätter nochmal auf dem Boden. Aha. Yeah. Achtung, Variation. Mit die beiden Arme jetzt in Richtung Decke. Wenn dein rechtes Bein in Richtung Boden fällt, das wird auch dein rechter Arm über den Kopf. Und dieselbe auch auf die linke Seite. Sehr gut. Spannen immer den Bauch. Cool. Yeah. Yeah. Super. Achtung, etwas schneller. Und im Wechsel. Dieses Mal diagonal A. Spannende Bauch. Weiter. Weiter. Weiter stabilisieren der Oberkörper. Langes Bein, langer Arm. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Super. Alles zusammen zur Brust. Ein bisschen wippen nach rechts und links. Und einfach lass dich über eine Seite in Vierfüßlerstand kommen. Sehr gut. Die Hände unter deine Schulter sind platziert senkrecht. Und hier ein bisschen mobilisieren. So, Bauchnabel in Richtung Decke. Ganz runde Rücken machen. Und Bauchnabel in Richtung Boden. Blick ein bisschen nach vorne. Ganz sanft. Ja? Und wieder hoch. Und wieder tief. Machst du weiter? Wieder rund. Und wieder tief. Magst in deine Tempo jetzt ist ganz wichtig, dass du deine Tempo findest. Atmen hier. Letztes Mal rund. Letztes Mal platt. Und hältst du jetzt deine Rücken und deinen Nacken ganz gerade parallel zu Boden, streckst du deine rechte Arm und deine linkes Bein, schon bekannt. Und jetzt der Ellbogen erreicht das Knie zur Mitte, runder Rücken. Und wieder strecken, einatmen. Und wieder beugen. Strecken. Und beugen. Strecken. Und beugen. Strecken. Und beugen. Strecken. Wenn du magst, etwas schneller. Yeah. Aber stabilisieren immer der Oberkörper. Das ist mir wichtiger. Ja? Wenn du verlierst deine Haltung, ne? Weil du schneller machen möchtest, bleib ein bisschen, ne? Mach ein bisschen langsamer, aber immer die Haltung auspassen. Da. Und. Noch vier. Drei. Zwei. Und. Lösen. Sehr gut. Kurz den Popochen auf die Fersen. Der Handgelenk locker machen. Und im Vierfüßlerstand wechsel die Seite.
linke Arm, rechtes Bein. Und zuerst langsam. Beugen, runder Rücken. Ellbogen zu Knie, strecken. Und beugen. Strecken. Und beugen. Sehr gut. Einatmen hier. Aus. Ein. Aus. Etwas schneller. Immer wenn du stabilisieren kannst, so der Oberkörper bewegt sich nicht. Nur ein bisschen rund, ein bisschen flach, aber die Schulter und das Becken bleiben fest. Yeah. Yeah. Gut. 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 Sehr gut. Noch weiter. Noch vier. Drei. Zwei. Und lösen. Sehr schön. Handgelenke ein bisschen locker machen. Oh, wir liegen jetzt in der Bauchlage. Die Hände neben den Ohren. Nasenspitzen in Richtung Boden. Hals lang. In der Rückseite, Kinn zur Brust. Hoch der Brust. Drehen zu einer Seite. Wieder zur Mitte. Und dann wieder rück. Hoch ein bisschen. Dreh nach links. Wieder zur Mitte und wieder runter. Oh, rechts, Mitte, runter. Oh, links, Mitte, runter. Oh, rechts, Mitte, runter. Machst du weiter? Oh, links. Mitte, runter. Magst du weiter? Magst du weiter? Yes. Magst du weiter? Magst du weiter? Immer deine Tempo. Aber am besten hier ganz langsame, kontrollierte Bewegungen. Sehr schön. Einmal noch rechts und links. Immer in vier Tempo. Einmal hoch, einmal drehen, einmal Mitte. Einmal rück. So, lass deinen Kopf jetzt auf dem Boden liegen, die beiden Arme am Körper. Lass die Schulter fallen ganz locker und das Becken ein bisschen rechts und links wippen. Ganz locker. Und wieder die Händchen neben der Brust drücken auf den Boden. Um in Vierfüßlerstand zu kommen. Und wieder von vorne. Rechter Arm, linkes Bein und zur Mitte rund und wieder strecken. Mitte und strecken. Mitte. Immer deine Tempo. Wenn langsamer muss, mach's langsamer. Alles gut. Und wenn ein bisschen schneller kannst, mach ein bisschen schneller. Und hopp. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Und dieses Mal ohne Pause an der Seite. Strecken. Beugen. Etwas langsamer zuerst. Stabilisieren. Und etwas schneller, wenn du magst. Beugen und strecken. Schön. Schön. Noch vier, drei, zwei und wieder in der Bauchlage. Schön. Nochmal.
Die Hände neben dem Ohren hoch. Dieses Mal rechts und links zusammen zur Mitte und wieder rück. Einmal hoch. Links zuerst, rechts, Mitte und wieder runter. Hoch, rechts, links, Mitte, wieder runter. Du darfst natürlich jedes Mal den Stirn auf dem Boden liegen lassen. Ich habe das Mikro mir schwierig. Wieder hoch, rechts, links, Mitte, runter. Hoch, links, rechts, Mitte, runter. Hoch, rechts, links, Mitte, runter. Sehr schön. Links, rechts. Letzte Stufe jede Seite. Hoch, rechts, links, Mitte. Hoch, links, rechts, Mitte. Sehr gut. Die Hände neben der Brust drücken. Po auf die Ferse. Lass die Arme lang nach hinten. Du kannst auch die Arme einfach neben die Beine nach hinten oder auf den Rücken, wie du magst. Etwas lockern. Und Vierfüße stand. Letzte Runde. Rechter Arm, linkes Bein. Strecke und beug. Streck. Kopf. Pass mal auf deine Haltung. Und wenn du magst, langsamer. Wenn du magst, etwas schneller. Wie du magst. Kopf. Hüpp. 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 Schön. Noch 4. 3. 2. Und ohne Pause wechsel die Seite. Du schaffst das bestimmt. Komm. Linke Arm, rechtes Bein. In deinem Tempo. Immer noch lächeln. Du hast fast geschafft. Komm. Yeah. Noch 4. 3. 2. Und absetzen. In der Bauchlage. Sehr gut. Immer die Hände neben dem Ohren. Achtung, dieses Mal nur den Brust anheben, beide Füße nachheben, rechts und links, rechts und links. Ist immer noch eine Variation. Wenn es zu schwer ist, lass die Füße auf dem Boden normal und nur rechts und links. Sonst probier mal aus. Da ist Beckendruck auf dem Boden, Bauch einziehen. Immer Schulter tief. Seht die letzten Stückchen. Noch 4. 3. 2. Und lösen. Sehr gut gemacht. Kopf absetzen. Schulter lockern. Und immer noch das Becken ein bisschen rechts und links. Loslassen. Und ganz in Ruhe nochmal die Hände neben der Brust, um in Vierfüßlerstand zu kommen. Und wir drehen wieder jetzt in der Rückenlage von dir Spannung. Schön. So. Zuerst lass dein rechtes Bein gestreckt auf den Boden, linkes Knie zur Brust halten. Und die Schulter entspannen und locker fallen lassen. Ein bisschen das linke Knie nach rechts und links wippen. Lass langsam deine Atem in seinen normalen Rhythmus kommen.
Und jetzt lass dein linkes Knie fallen nach außen in Richtung Boden. Du hältst immer mit deiner linken Hand dein Knie und zieht noch weiter nach oben in Richtung Schulter. Halten da. Und das rechte Bein bleibt ein bisschen aktiv und drücke auf den Boden, um das Gleichgewicht zu halten. Atmen hier. Und wieder zurück. Du hältst dir mit deiner rechten Hand. Jetzt deine linke Fuß geht unten deine rechtes Kniekehle. Die beide Beine auf die rechte Seite auf den Boden fallen lassen. Fass du deine Oberschenkel, legst mit deiner rechten Hand, um noch weiter nach unten dein Bein zu kriegen. Die beide Schulter auf dem Boden liegen lassen. Atmen hier. Und wieder langsam zurück. Jetzt das linke Bein überkreuzt das rechte. Rechter Fuß ganz nah dran dem Popochen. Lass die beiden Beine pendeln von einer Seite zu die andere. Einfach pendeln. Ganz entspannt, ganz locker. Dieses Mal hältst du die beiden Beine auf die linke Seite. Das rechte Bein drückt ein bisschen auf die linke, nein, die linke auf die rechte. Sehr schön. Und komm wieder zur Mitte, streckst du dein linkes Bein auf den Boden, hältst du dein rechtes Knie zur Brust und wippen ein bisschen rechts und links, ganz sanft. Jetzt lass du dein rechtes Knie auf die rechte Seite in Richtung Boden fallen. Du ziehst ein bisschen das Knie Richtung Schulter. Linkes Bein drückt ein bisschen aktiv auf den Boden. Und rechter Fuß an die Kniekehle lenken. Und lass die beiden Beine jetzt auf die linke Seite nochmal fallen. Fass du deine Oberschenkel rechts mit deiner linken Hand umzudrücken noch weiter nach unten. Komm wieder zur Mitte. Rechtes Bein überkreuzt das linke, linke Fuß ganz nah dran dem Popo hier, die beiden Beine pendeln nach rechts und links. Und lass jetzt die beiden Beine auf die rechte Seite fallen. Zur Mitte. Die beiden Händchen treffen sich zur Mitte über den Kopf. Verschränkst du die Finger und ziehst du weiter nach hinten die Händchen, Armfläche nach hinten. Streck die auf und beugst wieder die Beinchen. Fass du eine Oberschenkel auf die Rückseite, um in Sitzposition zu kommen. Drehst du es kurz zu mir. Lass die Beinchen entspannt, lass den Oberkörper sich lockern.
bisschen Pendel rechts und links. Und jetzt lass deine rechte Hand erreichen den Boden auf die linke Seite, Rücken gerade als möglich, Blick nach hinten halten. Und wander die Händchen über die Mitte zu die andere Seite, linke Hand auf dem Boden halten, Blick immer nach hinten drehen zu die andere Seite. Schon komm wieder zur Mitte. Aufrollen. Beugst du deine rechte Arm und du fasst deine Ellbogen mit deiner linken Hand und ziehst weit nach links. Schultern tief halten. Rechte Hand an der Schulterblatt. Zieht ein bisschen den Bogen weiter nach hinten über den Kopf. Schulter lockern. Wechsel die Seite. Linke Hand an die Schulterblatt zuerst. Schulter lockern. Und wechsel die Seite. Ziehst du mit deiner rechten Hand deine linke Ellbogen nach rechts. Wieder lockern. Du fasst mit deinen beiden Händen deine Ellbogen und ganz locker nach rechts und links. Lockern, lockern. Senken die Arme. Und komm zuerst in Stand, aber lass zuerst deine Oberkörper, Arme und Kopf hängen. Und mit leicht gebeugten Knie Wirbel vor Wirbel aufrollen. Die Schulter machen ein paar Kreise noch weiter nach hinten. Atem ein. Atem aus. Und ich danke euch ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.